Hier ist One Pitch. Here is a place for not permanent living. It's just temporary, and I'm here for 1 year. It's too long, and I'm suffering from to find a flat or houses or something like that, because here is a big city. Also, many refugees comes, and there is also now people who are with helping refugees and who are against. And but many people try to help us actually. My sister, now she is about 6 months in school. Wir haben in einer Turnhalle 200 Menschen betreuen müssen. Wir haben leider in der Stadt auch Traglufthallen. Es ist die Diskussion im Moment, in Zeltstädte zu errichten. All das ist aus unserer Sicht als Betreiber nicht wünschenswert, weil es nicht den humanitären Ansprüchen genügt, die wir uns als Betreiber, als Arbeiterwohlfahrt vorstellen, als Wohlfahrtsverband. Natürlich hat Pegida, seit es sie gibt, die Bereitschaft zu Wut auf Flüchtlinge und die Bereitschaft zur Aggression auf Flüchtlinge und Flüchtlingsheime angestachelt. Das zeigen die Befragungen, Statistiken 4 Monate nach Beginn dieser Pegida-Bewegung im letzten Oktober. Die Zahl hatte sich damals innerhalb von 4 Monaten, also die Zahl an Angriffen, verdoppelt. Insofern ja, Pegida ist verantwortlich für die Mobilisierung des Mobs. Wir haben inzwischen eine Notübernachtung, eine Notunterkunft zu dieser Notunterkunft noch eingerichtet, wo wir dann versuchen, wenigstens die Familien unterzubringen. Das System funktioniert gerade nicht mehr. Also alle arbeiten am oberen Limit, den Eindruck habe ich schon. Und da ist ganz viel guter Wille dabei, aber der reicht momentan nicht.